Achtung, Gefahrenstelle oder einem Achtung, Stau oder wie zum Beispiel jetzt durch die A45 Lüdenscheiner Brücke, haben sie ja mittlerweile mal reagiert und tun schon nochmal 50, 100 Kilometer vorher warnen. Und da sagt so eine nette Mädelstimme, ich würde gerne mal wissen, wer das ist, die ist überall gleich, ist das schon mal euch aufgefallen, Kollegen? Die erzählt dann immer, Achtung, Vollsperrung, Dings und Dings, bitte, oder Umleitung. Ich habe das dieses Wochenende erst mal gehört, aber da bin ich ja Richtung Hamburg gefahren, ne? Ich konnte ja nirgendwo mal anhalten und richtig nachvollziehen, was die Dame da sagt. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt, da ist gesperrt und da bitte langfahren, großräumig über Gießen oder sonst was. Oder Leverkusen, Köln. Aber es ist jedes Mal die gleiche Stimme. Ist das Wahnsinn? Ich würde gerne mal wissen, wer das Mädel ist. Ist das wirklich so eine Science-Fiction-Computerstimme? Oder gibt es diese Person wirklich? Also, falls da aber irgendeiner mehr weiß und davon Ahnung hat, wer das da sein könnte, wäre ich mal echt erstaunt, das zu erfahren. Echt. Also, wenn der die Stimme hört, echt richtig ruhig, entspannt. Aber junge Stimme. Schön. Nein, ich bin doch nicht so gestört und verliebt mich in eine virtuelle Stimme. Was denkt ihr? So, jetzt nehme ich euch mit auf Fahrt. Genug gequasselt. Wir haben zwar nur noch 54 Kilometer, aber ja. Und falls es da jemanden draußen gibt von euren Freunden oder ihr selber, der ein bisschen Ahnung hat wegen Schneideprogramme, die auf ein, Samsung Notebook, hier steht eine Seriennummer drauf. Auf so ein Teil funktioniert, sagt mir mal bitte Bescheid. Ich habe jetzt mittlerweile schon 4 Dinger runtergeladen, die kostenfrei sind. Und jedes Mal funktioniert es nicht. Also die gehen zwar auf, aber wenn ich Dateien ich kapiere die Dinger schnell an und für sich, die sind gut aufgebaut, leicht auf verständlich aufgebaut. Aber wenn ich die importiere und dann abspielen will, ne, das so hintereinander, wie ich sie haben möchte, dann geht das Bild zwar, aber es stockt alles. Aber egal, das soll jetzt nicht Thema sein. Gut. Also, und am Anfang der Woche hatte ich Kupplungsschaden. Da bin ich von der Oberlausitz gekommen. Aber das erzähle ich euch gleich, wenn es hier losgeht. Moment. Abfahrtskontrolle habe ich ja heute vorhin schon gemacht. Ich befinde mich jetzt ja hier auf dem Autohof. Also Rastplatz. So, auf geht das. Geht gleich los. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Denn wie im Flugzeug beim Start und Landungen passieren die meisten Unfälle und so ist es im Verkehr auch. Beim Einfädeln auf die Autobahn und beim Ausfädeln auf die Autobahn passieren die meisten Unfälle. Du musst überall gucken, und wo sie gerade kommen. Weil es lässt dich manchmal gar keiner rein. Aber gleichzeitig musst du gucken, dass du Fahrt drauf kriegst. Geh gleich los, gleich können wir reden. Ich bin ja ein Mann, ich kann nicht 2 Dinge auf einmal, ne? Kann ich reden und denken und fahren? Ich darf das sagen, ich habe ja keine feste Frau zu Hause. Wenn ich eine feste Frau hätte und die das sehen würde, ich würde sagen, oh Gott, oh Gott. Ja, so, jetzt geht's los. Ja, wie dem auch sei, ich war am Wochenende, letztes Wochenende, in der Oberlausitz, meiner Heimat, nach 7 Jahren. Da war ich bei einem Mineralwasserhersteller und da hatte ich vom Ruhrgebiet am Freitagvormittag einen Ersatzteil geladen und das haben die dringend benötigt. Und das habe ich da hingebracht und ja, in der Nähe von unterhalb von Bautzen. Und da habe ich mein Wochenende verbracht. War wieder richtig schön, die Heimatstimme zu hören, Dialekt und ach, herrlich. Ja, und da war ich unter anderem im Schwimmbad und war dann schön essen immer. Aber echt, ich war wieder erstaunt, wirklich erstaunt, wie verschieden doch Deutschland ist. Wirklich. Ich meine, die Mauer ist seit über 30 Jahren schon nicht mehr, ne? Aber die Preisunterschiede, die sind nach wie vor. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe in einer Gaststätte, ja, in einer Gaststätte einen wunderschönen Zander mit Salzkartoffeln, was war noch dabei? Gemüse war es dabei. Buttergemüse, Salzkartoffeln und ein Zander. So, jetzt würdet ihr sagen, oh Carsten, du lebst ja teuer, ey. Das hat doch bestimmt 25 Euro gekostet. Nein, 13,50 Euro. Und wenn jetzt einer denkt, was war denn das? Das war doch aufgeteutes Zeug. Also, ob der Fisch wird nicht frankfurt sein, der wird schon ein paar Tage locker. Aber das war lecker.
Ja. Das war, aber du weißt, ich habe auch gemerkt, dass er nicht frittiert war. Das war wie eine Forelle sein muss. Bei R1-Zander. 13,50. Wobei ich aber dann wieder sagen muss, das Bier, das war 2,80 €. Aber ganz ehrlich, diese Preise, probier das mal, was weiß ich, in München oder im Ruhrgebiet oder sonst was. Erstens rennen sie dir die Hütte ein, zweitens ist es nicht kostendeckend.